Nach Gruppentänzen stehen bei Let's Dance die ersten Paartänze an. Eine Cha-Cha-Cha-Performance kann Jury und Publikum nicht überzeugen. Am Rand des Parketts wird auch der Ukraine-Konflikt thematisiert. Die Unternehmerin Lilly Zusein-Wittgenstein-Berleburg ist als erste prominente Teilnehmerin in diesem Jahr aus der RTL-Tanzshow Let's Dance ausgeschieden. Die 49-Jährige musste das Tanzparkett nach der zweiten Folge verlassen. Aber es hat Spaß gemacht, sagte die Prinzessin. Ihr Cha-Cha-Cha mit Tanzpartner Andrzej Cibes, 34, zu Waiting for a Star to Fall von Boy Meets Girl hatte zunächst 11 Jurypunkte erhalten. Zusammen mit den Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer reichte das nicht für den Einzug in die nächste Runde. Große Begeisterung am Jurypult löste dagegen Leichtathlet Matthias Mester, 35, aus. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin, 34, erreichte er 21 Jurypunkte, die Höchstpunktzahl des Abends. Dieser Mann hat Power, dieser Mann hat Rhythmus im Blut, sagte Juror Jorge González, 54, über Mesters Cha-Cha-Cha, Joachim Jambi, der nach einem positiven Corona-Test vergangene Woche nun wieder mit in der Jury saß, lobte Taktgefühl und Tanzfreude des Spitzensportlers. Er müsse in den nächsten Wochen jedoch noch unter anderem an seiner Beinhaltung arbeiten. Positive Jurykritiken erhielten auch Moderatorin Janin Ullmann, 40, Model Cheyenne Ochsenknecht, 21, und Zirkusartist René Kesseli, 25. Russland-Ukraine-Konflikt auch Thema, auch der Konflikt um die Ukraine wurde in der Live-Sendung thematisiert. Man wolle die Augen nicht verschließen, sagte Moderator Daniel Hartwig, 43, gerade in einer Show, wo traditionell viele Menschen aus Russland und der Ukraine teilnehmen. Auch bei dieser Sendung seien Menschen dabei, deren Familien unmittelbar betroffen seien. Man habe sich allerdings bewusst entschieden, an diesem Abend Unterhaltung anzubieten. Jurorin Mozi Mabuse trug während der Sendung eine Schleife in Blaugelb an ihr Oberteil geheftet. Die 40-Jährige hatte am Donnerstagmorgen bei Twitter geschrieben, sie sorge sich um ihre Schwiegereltern. Ihr Ehemann Jewgeni Wosniuk stammt aus der Ukraine, seine Eltern leben noch dort.